Waltraud Riegler ist eine der frühen Aktivistinnen der Hosi-Wien-Lesbengruppe und war in den 90er Jahren auch Obfrau der Hosi-Wien. Heute arbeitet sie als Erwachsenenbilderin in Wien. Was war für dich, als du Ende der 70er Jahre nach Wien gekommen bist, die Motivation, dich der kleinen Frauengruppe in der Hosi anzuschließen und nicht den lesbischen Teilen der Frauenbewegung? Also 1979 bin ich nach Wien gekommen. Ich komme ja aus dem Burgenland, bin Burgenländerin. Habe mich dort in eine Frau verliebt, war sehr schockiert darüber, wollte weg aus dieser dörflichen Gemeinschaft, aus dieser dörflichen Enge und bin nach Wien gezogen, habe angefangen zu studieren und habe dann gemerkt, ich bin sehr unzufrieden mit mir, ich möchte und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich sozusagen die Einzige mit dieser Erfahrung einer kurzen lesbischen Beziehung bin und habe mich dann auf die Suche begeben nach anderen Frauen, habe Kontakte geknüpft zu Frauengruppen, es waren literarische Frauengruppen, bei der ich zeitlang dabei war und habe dann im Falter ein Inserat gelesen, dass es eine Lesbengruppe gibt und bin dann halt mit klopfendem Herzen in diesen zweiten Bezirk, in die Novara-Gasse gefahren und habe halt eben mit klopfendem Herzen dort angeläutet und war sehr erstaunt darüber, dass in dieser Gruppe, in dieser Frauengruppe ganz normale Frauen gesessen sind. Weil mein Bild, das ich halt Ende der 70er Jahre über Lesben so mitgekriegt habe, waren kriminelle Frauen, wie die Wilde Wanda. Die Zeitungen haben über die Wilde Wanda berichtet. Die Wilde Wanda war eine lesbische Frau, die eine Menge Frauenbeziehungen gehabt hat, die Frauen angeblich zum Teil auf den Strich geschickt hat, wilde Schlägereien provoziert hat, mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Und über das haben halt die Zeitungen berichtet. Ja. Und so habe ich mir halt die Lesben auch vorgestellt. Ja. Und auch die Filme, die man halt gesehen hat, diese Frauen in Tweed-Kostümen, das war alles nicht ich. Ja. Und plötzlich bin ich da im zweiten Bezirk, in der Novara-Gasse, Leute an, und sehe dort ganz normale Frauen sitzen und miteinander reden. Frauen, die so ausgeschaut haben halt wie ich, ja. Kein Tweed-Kostüm, keine Schlägereien. Ja, und das war der Moment, wo ich mich halt einfach wohl und geborgen gefühlt habe. Ich war dann halt sehr lange in dieser Hosi-Lesben-Gruppe aktiv. Und bin dann Mitte der 80er Jahre zur Lesbendelegierten gewählt worden. Das heißt, erst dann habe ich so richtig begonnen, mit den schwulen Männern der Hosi Wien Kontakte zu knüpfen und richtig in die politische Arbeit hineinzuwachsen. Für mich war von Anfang an eigentlich klar, dass Lesben und Schwule etwas gemeinsam haben. Gemeinsam gegen Diskriminierung anzukämpfen, gemeinsam marschieren, gemeinsam unsere Anliegen nach außen vertreten. Aber gleichzeitig war mir auch klar, dass halt die lesbischen Frauen eigenes Platzl gebraucht haben, eigene Räumlichkeiten, eigene Treffen. Und all das war halt in der Hosi Wien möglich. Also die Lesbengruppe, die sich halt jeden Mittwoch getroffen hat, hat halt ihren eigenen Raum gehabt. Da durften halt keine Männer hinkommen. Und gleichzeitig war es halt auch möglich, dass wir uns mit den Männern zusammenfinden und gemeinsam dort kämpfen. Das war zur damaligen Zeit ein bisschen unüblich. Die lesbischen Frauen waren halt sehr feministisch und autonom engagiert, haben für sich halt gekämpft, haben ihre eigenen Treffen gehabt. Aber für mich war halt dieser Weg halt nicht der optimale. Ich habe mir immer gesagt, also wir haben etwas gemeinsam und wir müssen gemeinsam kämpfen. Und wir müssen auch, weil halt
damals schon langsam die Medien begonnen haben, über Homosexuelle zu berichten. Wir müssen auch die Lesben innerhalb der homosexuellen Bewegung sichtbar machen. Also in Österreich, denke ich mal, ist was ganz Spezielles passiert. Im Gegensatz zu Deutschland, wo Lesben und Schwule wirklich separat gekämpft haben für ihre Anliegen, hat bei uns eine Bewegung in den 80er Jahren begonnen, wo halt Lesben und Schwule relativ viel gemeinsam marschieren, gemeinsam für die Anliegen kämpfen. Ich denke, dass das hilfreich war, dass es auch hilfreich war für die lesbischen Frauen, dass Männer auch ihre Anliegen auch mit transportieren konnten. Also ein wesentlicher Teil der Arbeit der Lesben- und Schwulenbewegung in den 80er Jahren und auch in den 90er Jahren war es, die diskriminierenden Bestimmungen, die Paragraphen abzuschaffen, Werbe- und Vereinsverbot und den Paragraphen 209, also höhere Schutzalter für schwule Männer. Uns ist es dann 1996 endlich gelungen. Was uns bis zu diesem Zeitpunkt, also was noch dazu kam, nicht nur diese gesetzlichen Bestimmungen, waren großes Anliegen von uns, sondern auch gleichzeitig zu schauen, dass schwule KZ-Opfer, also homosexuelle KZ-Opfer, in das Opferfürsorgegesetz aufgenommen werden. Das ist uns nicht gelungen, aber mir war es immer wieder ein großes Anliegen, auf diese Geschichte der Lesben und Schwulen hinzuweisen, auf eine Geschichte und eine Zeit, die so tragisch für viele geendet hat. Wir sind heute nach Mauthausen gefahren. Seit 1984 gab es ja den Gedenkstein für die homosexuellen KZ-Opfer in Mauthausen. Sind heute bei den Befreiungsfeiern mitmarschiert, mussten dort eigentlich immer wieder furchtbare Aussagen über uns ergehen lassen. Wie zum Beispiel ein Überlebender des KZ Mauthausen hat uns den Satz ins Gesicht geworfen: Abartigkeit hat kein Recht auf Wiedergutmachung. Und durch diese Erlebnisse habe ich gemerkt, man muss wirklich wesentlich mehr machen, wesentlich mehr Aufklärung betreiben, was in dieser Zeit passiert ist. Es ist in der Lesben- und Schwulenbewegung leider so, dass vieles aus der Geschichte überhaupt nicht bekannt ist. Man sieht auch viele grauslichen Sachen gar nicht gerne, man sieht nicht gerne zurück. Aber ich finde es für unsere Identität so wichtig, dass wir wissen, wie es Lesben und Schwulen im 19. Jahrhundert gegangen ist, wie es Mitte des 20. Jahrhunderts ihnen ergangen ist, was es bedeutet hat, als Lesbe und als Schwuler zu leben. Das hat bedeutet, im Untergrund zu sein, das hat bedeutet, in ein KZ zu kommen, das konnte bedeuten, dass man umgebracht wurde, dass man vieles verschweigen musste, dass man sich nie dazu bekennen konnte. Und das finde ich aber sehr wichtig für junge Lesben und für junge Schwulen, sich dessen bewusst zu werden, dass sozusagen dieses Leben, das sie jetzt führen können, mit den vielen Lokalen, mit der tollen Infrastruktur, mit Filmen, die Homosexualität nicht verschweigen, sondern zum Thema machen, Medien, die über Lesben und Schwule berichten, dass das nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass sich das aus der Geschichte entwickelt hat. Durch ein langes Verschweigen, durch ein Totschweigen, bis zum sozusagen aufrechten Gang und dem langsamen Sichtbarmachen und das dafür kämpfen. In vielen, vielen kleinen Schritten dafür kämpfen.